jeden Fall, genau, es geht wieder in Richtung Allzeithoch, so wo sie, und das ist ja immer das letztendlich wie auch bei Disney und so weiter, bei sehr vielversprechenden Aktien, wo die nennt sich fundamental, wo es einigermaßen gut ausschaut oder sogar sehr gut ausschaut, wie sie aufgestellt sind technologisch, wie sie aufgestellt sind finanziell. Und wenn dann noch die Chart, sozusagen die Charttechnik, das dann auch noch mit reinspielt, dann sind es natürlich hochinteressante Aktien für. Hallo, grüße euch. Das hier ist ein Apfel aus meinem Garten. Ein super Investment. Absolut schadstofffrei. Ja, kein einziger Tropfen Pestizide oder sonstiges. Nur Naturdünger. Könnte man auch sozusagen konsiderieren, in einen Apfelgarten sozusagen zu investieren. Es gibt ja einige, die bieten da sogar Fonds an. Also heute herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, und zwar heute soll es mal gehen um Alternativenergien bezüglich Automobilindustrie Schrägstrich Fahrzeugbau oder Fahrzeugindustrie, also inklusive Traktoren, Bagger, Busse und so weiter und so weiter und so weiter und Flugzeuge und so weiter. Mein Cousin zum Beispiel arbeitet seit über 40 Jahren bei der MTU. Ich habe auch weitere Verwandte und Bekannte, die in diesen ganzen Branchen arbeiten, und ich habe täglich zu tun mit CEOs und COOs und IT-Leitern und so weiter und so weiter von allen möglichen Mittelständlern und Zulieferern in diesen ganzen Branchen. Da ist nun mal einer der stabilsten, noch stabilsten und größten und wichtigsten und fundamentalsten Branchen ist, also quasi das Rückgrat unseres Wohlstandes und unserer noch funktionierenden Wirtschaft in Deutschland. Und ich IT verkaufe als eine meiner Haupteinkünfte. Und von daher erlaube ich mir auch mal wieder eine Meinung zum Thema Nel Asa. Also Nel Asa, die bauen ja quasi so, also die entwickeln also Gasantrieb und so weiter. Das heißt Wasserstoff, meine ich. Sorry. Und das ist letztendlich eine vollkommen unterschätzte Branche, Nische. Und das ist nicht nur meine Meinung, das sagen einige da draußen, einige Gurus, Kommentatoren, Analysten und so weiter, inklusive Börsenpunk, Trader, Macher und wie sie alle heißen. Und nicht nur letztendlich auch von der Branchennische her interessant, sondern da gibt es ja noch ein paar andere Firmen auch, wie zum Beispiel Linde Gas, die halt auch da am Wasserstoff rummachen und so weiter. Aber letztendlich vom Verhältnis Risiko versus Chance, also Chance-Risiko. Das heißt, weder zu viel Risiko noch zu stinklangweilig. Ja, also genau zwischendrin. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass die einen steilen Anstieg hatten, wie viele der sehr risikobehafteten Mitbewerber, ja, auch. Aber hier mal diesen absoluten Steilflug hatten Richtung Süden, und zwar weil eine Tankstelle in die Luft geflogen war. Aber das hatte nichts, und das ist das Entscheidende, nichts mit der Firma Nel Asa zu tun, sondern die Tankstelle ist aufgrund von Eigenverschulden etc. etc., kannst du gerne in Google nachrecherchieren, in die Luft geflogen. Das hatte nichts mit der Firma Nel zu tun. Dennoch wurde sie komplett abgestraft und ist damals um über 60%, glaube ich, sowas an der Spitze innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen abgesunken. Und auf dieser Korrektur basierend, ja, dümpelt sie jetzt oder bewegt sie sich langsam wieder in Richtung Allzeithoch. Und das ist halt eine sehr interessante Geschichte. Charttechnisch, fundamental, machen einen sehr guten Job. Ich verlinke dir unten auch noch ein paar Videos dazu, weitere Videos und Analystenmeinungen und so weiter. Von unterschiedlichen Quellen immer, also deine Meinung sozusagen bilden, ja, ganz wichtig, nicht vergessen. Niemals einfach nur eine Meinung sich anhören und dann, ja, irgendwie Schlussfolgern und dann was machen, sondern immer verschiedene Meinungen anhören. Und genau, jetzt habe ich den Faden wieder verloren, egal.
Auf jeden Fall, genau, es geht wieder in Richtung Allzeithoch, so wo sie, und das ist ja immer das letztendlich wie auch bei Disney und so weiter, bei sehr vielversprechenden Aktien, wo die natürlich fundamental, wo es einigermaßen gut ausschaut oder sogar sehr gut ausschaut, wie sie aufgestellt sind technologisch, wie sie aufgestellt sind finanziell und wenn dann noch die Chart, sozusagen die Charttechnik, das dann auch noch mit reinspielt, dann sind es natürlich hochinteressante Aktien für eine Long-Term Investment oder auch eine Long-Term Trading. Ja, also das heißt, auf eine Sicht von 3, 6, 12, 24 Monaten, who knows, ja, vielleicht geht das Ding auch irgendwann mal komplett durch die Decke und du ziehst einfach nur noch den Stopp nach oder nimmst deinen Einstiegspreis raus und bist dann komplett risikofrei. Also, das ist mein Tipp. Und dann noch ein Ding, was mir leider passiert ist, in meiner Plattform, wo ich, oder einer meiner Plattformen, wo ich die trade und ich habe die zum ersten Mal gekauft, das ist jetzt ungefähr, ich weiß nicht, so 8 Monate her oder sowas, da war sie noch ein bisschen tiefer wie jetzt, habe ich einen großen Fehler gemacht. Und zwar, die wird ja in dänische Kronen abgerechnet. Ja, die Firma ist aus Oslo. Und ich habe irgendwas von 1000 oder irgendwas eingegeben und habe dann den Umrechnungskurs nicht mit berücksichtigt und habe unterm Strich nur für 70 Euro, glaube ich, Aktien gekauft anstelle von 700 oder sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall habe ich, ich glaube, an die 8 Euro Gebühren gezahlt für 70 Euro im Wert von Aktien. Also das war natürlich ein schönes Verlustgeschäft, aber selbst das habe ich mittlerweile wieder raus, nur war das überhaupt nicht beabsichtigt. Also bitte Vorsicht. Wenn du die kaufst, dann wird das in dänische Kronen irgendwie umgewandelt, ja. Und dann musst du wirklich aufpassen, dass du, also 1000 dänische Kronen sind lediglich irgendwie 50 Euro oder sowas, ja. Müsste ich jetzt selber mal kurz nachschauen. Auf jeden Fall, diese Währungskomponente bitte nicht den gleichen Fehler machen wie ich, ja. Ich denke mal, dass viele Privatanleger vielleicht diesen Fehler machen könnten. Deswegen sage ich es hier einfach ganz transparent und ehrlich. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch einen guten Denkanstoß gegeben. Bitte sucht euch viele verschiedene Quellen, bildet euch eure eigene Meinung. Ich darf hier keine Kaufempfehlungen geben, ist auch nicht meine Absicht, sondern einfach nur Denkanstöße. Ja? Und das ist letztendlich das, was alle Analysten ja auch machen. Ja? Kein Analyst würde sich rausstellen und sagen, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ich habe die Glaskugel. Kein Spezialist, kein Analyst, kein Guru, kein Investor, kein Milliardär, niemand macht das. Ja? Wenn du mal Redalio siehst im Interview, ja, jetzt gerade wieder ein neues Interview gemacht, ich glaube, einer der reichsten, der größte Hedgefonds der Welt, ja, genau, also dementsprechend einer der reichsten Männer der Welt. Selbst der sagt nicht, hey, ich weiß, was passiert und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, also von daher, jedem sei seine Meinung erlaubt und auch diese kundzutun. Wir sind ein freies Land und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steif und lasst mir einen Kommentar, wenn euch der Denkanstoß irgendwie gefallen hat oder weitergeholfen hat oder ihr vielleicht irgendeine andere Wasserstoffaktie besser findet, ja, oder schlecht oder was auch immer. Hier oben das nächste Video, könnt ihr gleich weitermachen und vielleicht ein weiterer guter Tipp für euch. Und hier oben abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, tschüss.